Berlin. If there is a beacon of hope amid the horror, then this city is surely the furthest from it. Nevertheless, you must venture forth to the Kaiser Friedrich Museum and recover the Sagarmatha relic. Yo Leute, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge Nazi Zombie Sniper Army Elite 3 oder 4 oder 5 mit Betagott. 20, was geht ab? Hey, wir sind hier die Resistance aus Berlin mitten am Brandenburger Tor und das sind keine Zombies, das sind Schnapsleichen. Genau, originalgetreu. Ganz normaler Sonntag in Berlin am Brandenburger Tor. Am Brandenburger Tor, da rennen ein Haufen Zombies rum. Also da rennen wirklich ein Haufen Zombies rum. Also, ich kann das bestätigen, genau so sieht's da aus. Am Sonntag, so gegen 6 Uhr morgens, einfach dem Blut folgen. Ganz genau. Du kommst immer an die richtige Stelle. Nate! Wo ist die Nate hin? Man weiß es nicht. Ich meine, oh fuck, er hat noch einen hinterhergeworfen. Oh, Bullet Cam. Bullet Cam of Doom. Der hat dich lieb daneben, der merke ich gerade. Ich glaube, ich habe eben gerade deine Granate in der Luft weggeschossen, denn du hast kaum Punkte gemacht. Ich habe einen 6er oder einen 7er gekriegt. Aber selbst wenn die mit der Explosion sterben, da kriege ich trotzdem die Kills, auch wenn du die Explosion irgendwie auslöst. Ja, Creed Wars. Einfach Creed Wars. Ultra, der Gierkrieg, Mann. Jeder will hier mal reinpimmeln. War of Gears. Zombie Army ist irgendwie wie so ein Senfglas, weißt du? Jeder will sein Würstchen reinstrecken. Weil jeder hat Bock drauf und jeder will die Punkte haben. Und wir haben ja schon in der ersten Folge eigentlich gesagt, dass wir uns echt ein bisschen besser absprechen sollten. Eigentlich ja, eigentlich sind wir ein Team, aber... Es macht schon Spaß, eine Granate zu werfen. Und ja, es macht Spaß, jemanden ist der Spaß zu groß. Die Punkte zu klauen, ja. Vor allem auch das. Gegen Skitter, ist klar. Haha, alle meine Headshots. Ja. Wie, man kann es nicht stiefeln? Ultra, wir haben doch die heftigste Stiefel aller Zeiten, Mann. Ja, doch gerade nehme ich die Pistole, wenn dann. Können wir ein bisschen nach oben, aber lass mal da lang rennen. Warte, erst will ich ganz kurz hier nochmal hin. Oh shit, was ist, wenn da Wein und Würstchen sind? Lebst du noch? Ja, ich bin in Ordnung. Wir können da nicht mehr lang gehen. Fuck! Das war eine Falle, der Tunnel war eine Falle. Ich hab's dir gleich gesagt. Japaner haben Probleme mit Tunneln. Ist allgemein bekannt. Ja, ich weiß zwar nicht warum, aber... Tunnelphobie, Mann. Ja klar, natürlich, die waren doch so Tunnelkrieger. Was allerdings auch die Geburtenrate in Japan dann erklären würde, wenn sie Angst vor engen Gängen haben. Deswegen werden die Frauen dort geweidet mit allerhand Spielzeug und Obst. Ich meine, da kommt doch dieser ganze kranke Scheiß her, oder? Ist doch alles aus Japan. Ganz ehrlich, wer kam auf die Idee, hat eine Muschi gesehen, dachte sie, ey, es wäre schon geil, wenn die einen Oktopus drin hätte. Alter, ich meine, ich habe mal was so Krankes gesehen, das kann ich hier gar nicht erzählen, das ist viel zu krank. Der Gedanke muss irgendwo herkommen, weißt? Das kann doch nicht einfach, das geht doch nicht. Also es geht schon. Was so, macht der Zombie hier? Guck mal, die Position. Abhängen. Den kannst du hart von hinten nehmen. wenn mein Charakter einen Penis hätte, viel mehr. Ey, warte mal, waren wir hier nicht eben gerade? Sind wir jetzt nicht auf der anderen Seite? Oh shit, ja, wir hätten einfach geradeaus durchrennen können. Alles klar, die haben doch nicht wirklich den... Aber wo müssen wir hin? Das Ding ist ja ein richtiges Labyrinth. What the fuck? Finde einen Weg nach oben, ist unsere Aufgabe. Moment. Oh nein, Rätsel. Jetzt geht's rund. Hitlers Rätselstunde. Davon habe ich gehört. Er war nicht nur leidenschaftlicher Politiker und Bartträger, sondern auch Rätseloist. Rätseloist, ja. Also er hat die Rätselkunde studiert. Oh, hier können wir raus. Ah. Professor der Rätselkunde. Oh, shit. Sniper auf dem Brandenburger Tor. Ja, das ist der... Oh, shit, der Headshot. Heilige Scheiße. Hey, hier drüben ist ja noch einer. Ganzen Leute mit ihren komischen Kriegsuniformen, mit denen du Bilder machen kannst, die dann Kohle dafür wollen. Achtung. Nazis in der Hood. Das soll ein guter Film sein, habe ich gehört. Nazis in der Hood. Es gibt bestimmt einen Film, der so heißt. Dann gibt's ihn bald. Und wenn... Surf Nazis Must Die. Oh, der war aber irgendwie geil. Der war irgendwie geil. Der ist nicht umsonst ein Kultfilm. Das ist halt so ein Trash-Kult wieder mal. Das ist halt auch irgendwie... Ich meine, Adolf war ein Surfer. Adolf war ein fucking Surfer. Er war ein fucking Surfer, Dude. Swell guy, man. That's crazy. Ey, der Sniper ist immer noch da oben. Er badet in den Flammen. Er duscht regelrecht in den Flammen. Ist nicht gesund, sowas. Achtung, er springt. Hey, what the fucking hell? Jetzt aber.
So, Sniper down. Und die nächste Welle. Und guck mal, hier drüben ist zu mit einem guten alten Hakenkreuz. Da kommst du nicht durch, Mann. Da kommst du nicht durch. Weißt du, mit der Hakenkreuz-Knoten ist der härteste. Ja, der ist wirklich krass unterwegs. Alter, ich muss mich irgendwie pimpen. Ich brauche Gammastrahlen oder sowas. Ich muss zum Hulk werden. Mann. Ich muss hier übelst zum Hulk werden. Die Zombies natzen mich hart. Die Franzosen sagen Alk dazu. Le Alk. Oh fuck, oh Gott. Oh Gott. Ja, ich sag's doch, ich sag's doch. Und da hinten ist ein Sniper, Heini. Nimm mir den Klappspaten, Mann. Weißt du, mit dir einen Schaufel? Ihr seid halt auch zwei so Klappspaten. Geh mal weg, Junge. Dankeschön. Warte, warte, der Sniper da hinten. Also genauso aufdringlich, wie die Leute, die Souvenirs verkaufen wollen in Berlin. Guck, der Sniper gibt dir nochmal einen Schuss. Möchtest du dieses Bild mit Ampelmännchen drauf? Ey, der Zombie da unten hat irgendwas gesagt. Warum zur Hölle sollte ich mir Ampelmännchen in fucking an die Wand hängen? What? Wenn so mein Geschmack aussieht, kann ich mich gleich erhängen. Noch eine Welle. Das ist keine Noch eine Welle! Ich sag ja, hier im zweiten Teil haben sie sich gedacht, hey, wir müssen mehr Zombies, mehr Zombies. Was machen wir für Teil 2? Mehr Zombies. Brainstorming, was ist das Problem? Wir brauchen schon mehr Zombies für Teil 2 eigentlich. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ist echt so, oder? Sie haben sich einfach gedacht, ja, hauen wir mehr Zombies rein. Hans, was hältst du davon? Ja, 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 mehr Zombies. Und dann war die Sache halt auch schon gegessen. Ey, der Zombie hat eine kleine Flasche. Er hatte so eine kleine Flasche in der Hand. Mit Hundsaft. So ein Saftsack. Den kleinen Durst zwischendurch. Also, weil du eine trockene Kehle auf dem Feld hast. Ist der so ein Actimel mitgenommen, weißt du? Immer aktiv auf dem Feld. Aktiviert Abwehrkräfte. Das hat er falsch verstanden. Kugeln prallen dann nicht an dir ab, Leute. Das ist eine... Oh, fuck. Das ist ein Mythos. Achtung, Schädelritual. Das ist was Böses. Actimel ist kein Kevlar-Ersatz. Ich schütze mich mit Actimel. Jetzt habe ich AIDS. Oh Mann. Actimel aktiviert Blutkrankheiten. Ich hab... Das wäre halt auch irgendwie... Das wird halt keiner mehr kaufen, wenn die so einen Slogan hat. Ist ja auch mies, wenn einer so gesagt bekommt, ja, du, ey, lass mal Gummi nehmen, ich habe AIDS. Und er sagt, ach, Actimel klärt. Kein Problem, Alter. Ach. Komm, das ist Actimel... reinhauen, umdrehen, er muss einen Handstand machen, das muss halt reinlaufen und dann ist die Sache gegessen, das passt schon, Mann. Da kommen sie, Skelette. Wer kennt sie nicht, die Actimel-Verhütung? Ich hab Hepatitis C, ah, kein Problem. Ja, Kult. Da ist Vitamin C drin, Mann. Kein Problem. Das können wir dir zurückgeben. Lass mal reinkippen, den Scheiß. Achtung, sie kommen. Ja. Und sie sind verdammt fesch unterwegs. Ultra fesch. Mies fesch, die Bande. Was chill mal, mein knochiger Freund. Was ist denn los bei dir? Mit dir will auch keiner kuscheln, oder? Verständlicherweise. Tricky D, sag ich dir, wird hier abgezogen. Tricky D, Mann. Tricky D und Hefty B, da ist er doch. Oh shit, Klappspaten Joe. Ich sag dir, sobald du einem Nazi-Zombies eine Schippe in die Hand drückst, geht's rund. Sofort muss er irgendwie Kundschaft zusammentreiben für sein eigenes Massengrab. Übel, all die Zeppeline im Himmel. Ich sag dir, gib mir Gammastrahlen. Geheimwaffe Gammastrahlen. Ich mach's wie die Japaner. Am Anfang fallen mir die Haare raus und ich werd grün, aber dann werd ich stark. Was sind nur noch stärker, ich meine. Oh. Alter, er macht so einen krassen Hitlergruß. Alle alte Granaten. Bam. Die war ein bisschen zu weit, ich sollte glauben. Alter, Scheiße. Was war das? Beta. Heilige was? Mutter Gottes. Oh Mann. Er wirft die Granate mitten ins Bombenfeld. Du bist ein Held. Scheiße, ich bin absoluter Held. Aber wir können jetzt die Abkürzung nehmen. Wie, wir sind wieder ganz am Anfang? Wir sind bei Null? Wir sind bei Null. Fucker, komm schon. Das war auch ein Ding, was wir beim Brainstorming hatten. So, Alter, lass mal keine Checkpoints einbauen. Weißt du, was Spieler hassen? Checkpoints, die stehen drauf. Ja, Checkpoints sind echt scheiße. Lass mal weniger davon machen. Umfragen zufolge mögen die Spieler keine Checkpoints. Wer mag schon Checkpoints? Erstmal ja durchrennen, Mann. Bisschen sauber machen. Dass wir an die gleiche Stelle rankommen. Und da kommt sie, die arische Doppelgranate. Arische Doppelgranate, Mann. Ey, ich geh wieder down. Die Gier, die Gier, die Gier.
Die Gier treibt dich zu solchen Sachen. Ohne Scheiß, die Gier treibt mich immer zum Selbstmord. Aber ich bin halt nicht so komplett random wie du unterwegs, weißt du? Du wirfst einfach mal eine Scheißgranate in ein Explosionslager. Gibt es Explosionslager? Ich meine, was lagern die dort? Explosionen? Ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe eigentlich die Granate auch nach vorne geworfen. Das wäre natürlich. Ja, aber die Typen sind schlau. Weißt du, er hat seinen Spaten genommen, den kannst du für alles einsetzen. Dass er dir halt Wolle nimmt, hätte ich nicht erwartet. Weißt du, den kannst du auch als Granatenabwehrsystem einsetzen. Immer wieder schieße ich hier gegen den Drecksbalken. Da kommst du die Tür auf. Na, lass einfach geradeaus durchsprinten, Alter. Nein, das bringt nichts. Glaub mir. Okay, ich bin durch. Echt? Ja. Ich dachte, du stürzt ein und wir sind so oder so tot. Ja toll, jetzt bin ich hier gefangen. Kommst du mir von der anderen Seite entgegen, ne? Komm von der anderen Seite, ja. Kann hier schon mal ein bisschen aufräumen dann. Ah, komm schon. Das war kein Headshot, das ist eine Frechheit. Das wisst ihr alle. So, erstmal hier bedienen. So, gibst du mal ein bisschen Ammo zurück, dankeschön. Oh Gott, der lebt ja noch. Du Fucker. Was hat der hier in der Hand? Opi, wo bist du denn? Irgendein Messer hatte der. Hat ja mies mit seinem Messer rumgefuchtelt. Ach, und hier geht's auf. Guck, hier geht's dann direkt auf. Okay, das heißt, wenn alle da drin tot sind. Jetzt kommt die fucking Sniper. Oh, der ist down, der eine. Wo ist der andere? Im Feuer steht der Mann wie so ein Badass. Ja, der Sniper ist Boss. Die Eye zeigt. Der Sniper ist mies Boss. Alter, diese Zombies. Ich mach mal mit Sniper ganz kurz zu uns. Ich erwarte. Oh ey, Gott. Ey. Okay, geh nicht down, okay. Geh nicht down, Bro. What the fuck? Okay. Das war noch zu niedrig. Das ist doch ein Joke. Wow, warte. Sniper, ich bin hart, Alter, am Bluten. Ich bin hart am Bluten. So bluten sollten eigentlich nur Frauen. So bluten, dem vertraue ich nicht. Und dann nicht sterben. Ohne Scheiß. Sagt, er hat magische Kräfte. Ein Mann kann so nicht bluten und noch weiterlaufen. Ist unmöglich. Ist frech. Das ist halt schon frech, weißt du? Der hört halt sie kommen wieder. Okay, Sniper sind erstmal down, zumindest ich dich gesehen hab. Das hat zumindest erstmal ein bisschen Ruhe. Oh, von vorne und von hinten. Von vorne und von hinten. Also, befindet sich in einer leichten Sandwich-Position. Die jetzt zu vielen Berufsbildern gehört, aber nicht zum Let's Play eigentlich. Und auch nicht wirklich zum Zombie-Killer. Ja, warte, ich lad nach. Bam! Mir genug Zeit gegeben. Mann, deutscher Freund. So. Munition für die PSH. Ich hab nicht mal eine PSH. Was, warum soll ich... Weniger Checkpoints, mehr Zombies. Das Konzept ging wirklich auf. Ja, das ist halt, das ist irgendwie... Die haben Stil, die Jungs. Die haben Stil. Die wissen halt, wie sie dich an den Eiern haben können. Die haben gedacht, was würden Nazi-Zombies machen? Wie würden Nazi-Zombies noch mehr den Spieler rapen? Ja, Checkpoints wegmachen, ganz klar. Echte Männer spielen ohne Checkpoints. Echte Männer brauchen keinen Check. Die haben Permadeath, Alter. Wenn wir jetzt draufgehen, Kapitel Nummer 1 vom ersten Game. Das wäre geil, oder? Permadeath? Muss so den wirklich. Vorgänger spielen sogar noch. Aber muss das komplette Spiel neu spielen vorher. Muss nochmal V2 durchspielen. Wirklich noch. Und neu installieren. Das deinstalliert sich sofort instant. Muss formatieren. Lösch deine Windows-Festplatte. Das ist ja, echte Männer spielen so. Echte Männer spielen sowas, ja. Alter, im Sprung habe ich ihm eben gerade den Schädel runtergeholt. Stilvoll. Oh, das so hat er schon irgendwie... Oha, das sind einiges gedacht. Ohura. Star Trek. Ohura. Ohura. So. Hätten wir das auch wieder bis an die Stelle herangeschafft. Ja, jetzt bitte lass mal nicht das explosive Zeug hochjagen. Lass mal lieber da die Finger weg. Finde ich, ist eine geile Idee. Ja. Achtung, renn mal ein bisschen weg. Da geht gut was ab. Treten, Beta! Treten für eine bessere Welt! Mein Colt ist ja leer. Ich klick. Was ist denn hier los? Ladehemmung.
Ey, der Typ hat einen Knochen in der Hand. Die nehmen ja wirklich alles. Die sind sich für nix zu fein, diese Nazis. Oh, Scheiß, Mann. Die machen es halt einfach. Die ziehen es halt durch. Das sind auch keine Pussys. Da ist noch ein bisschen Fleisch dran. Nein, Mann, der Nazis. Das sind Maker. Das sind üble Maker, sage ich dir. Ja. Meinst du? Und dann kannst du noch was lernen. Nazis, die fackeln nicht lange rum. Lieber zweimal gegast, als einmal zu wenig. Oh, Mann. Glaubst du, es stand mal bei Hitler auf dem Kalender und das war irgendwie seine... Es war bestimmt irgendwie so sein Standardspruch. Ja, übel. Achtung, 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 oh, Achtung, 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 Achtung. Wunderschön. Ich sollte halt wirklich nicht in dem alten explosiven Scheiß stehen. Nein, lass mal hier ein bisschen weg. Alter, ich hab irgendwas beschworen. What the fuck? Ich hab so viel getötet, dass ich was beschworen hab. Okay. Alter, what the? What the fuck? Jesus Christ. Das ist kein gewöhnlicher Standard-Nazi da vorne. Das ist kein Standard-Nazi. Nein, wir wissen, gibt's dafür eine DIN-Norm. Alter, eine Animation haut da auch noch raus. Was ein Typ. Okay, der Fette mit der MG42 ist schon mal down, was schon mal gut ist. Was ein Typ. Der weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Da haut er die nächste Meute raus. Der will dann beschwören, dass man wir keine Skrupel kennt. Nee, echt jetzt? Ich hab ihn down. Oder? Nein? Du bist doch ein Ficker. Der holt noch eine Welle. Wie er da die Juden rausholt. Das sind keine Nazis. Interessiert, Mann. Das ist Jewish. Was da abgeht, ist hart Jewish. Das ist Jewish Power, Mann. Nur Juden haben solche Macht. Fuck. Geh an, er wedelt. Ey, er holt noch einen Bunch. Ein Bunch of Nazi-Zombies. Einfach mal den fucking Freischwur machen. Seepferdchen absolvieren sie ja direkt vor. Alter! Der Sprengstoffkiller, Mann, immer böse. Ist der Typ tot? Ja, Mann, der Sprengstoffkiller hat all seine Motivation zerstört, Mann. Alter, der S-Bahn-Führer Brandl. Der hat sie rausgehauen. Oh, Mann. Ey, zieh dir meine Punkte rein. Zieh dir meine fucking Punkte rein. Alter, das war halt die heftigste Explosionskombo aller Zeiten. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, ich habe immer noch eine 68er-Kombo. Oh, scheiße. Ich habe eine 68er-Kombo hier am Start. Yep, ich glaube, punktemäßig muss ich gar nicht mehr versuchen ranzukommen, aber es ist okay, es ist okay. Mama, bitte jetzt Foto. Mama, bring die Kamera. Ohne Scheiß, Mom. Ernsthaft, bring die Kamera. Shit. Oh, okay. Das ist aber sowas von... Oh nee, ich glaube, hier kommt ein Brandl. Ja. Riecht irgendwie nach Brandl. Riecht nach Brandl. Brandlburg. Zack, 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 zack. Ja, ist echt weird, diese Waffe. Du kannst schon killen damit, aber irgendwie... Wo ist denn der Spray? Wo gehen die Kugeln hin? Achtung, Achtung. Das ist eigentlich eine Lüge, oder? Das ist doch eine Lüge, Mann. Alter, friss! Oh mein Gott, Japaner! Big in Japan! Ganzer Haufen, Mann, ganzer Haufen. Du musst fast nicht kommen, sie ist wegen deiner Punktegier, Mann, die Sucht. Ey, ich glaube, der kann Japaner holen. Achtung, hinter dir ist ein Zombie! Oh, scheiße. Ich bin down. The Creed. Achtung, die rennen straight zu dir. Jetzt oder nie, jetzt oder nie. Yep, 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 yep. Nach hinten rennen, nach hinten rennen, nach hinten rennen. Zack, get it down, okay, alles gut. Okay, vielleicht doch ans MG. Wenn so viele kommen. Irgendwie schon, ja, das macht jetzt vielleicht auch ein bisschen Sinn. Achtung, da kommt schon wieder Japaner, ich geb dir Deckung. Du gehst an den MG und ich geb dir Deckung. Okay. Fuck. Die Stellung hätten wir echt vorher halten müssen. Scheiße. Oh, komm schon. Oh nein, 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 warte, warte, warte. Okay, warte. Ach du Scheiße! Die lösen sich aber relativ schnell auch auf, diese gelben. Okay, jetzt. Geh ins MG. Du musst den Brandl wegholen. Ich versuch's. Brandi muss weg. Brandi Kaufmann. Dass meine Kugel mal vor. Alter, wie er einen Hadouken macht. Er ist down. Oder? Glaube nee, nee, nee. Ich glaube, der kommt wieder. Der macht ein Comeback. Alter, hast du's gesehen? Das hat er die Keule rausgeholt. Jetzt, er macht hier so eine Aktion. Was ist eigentlich? Oh, scheiße, ja, Mann. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, ihr betet. Brandl betet.
Jo, wenn sie beten, gehen sie down. Ja. Okay, das ist nochmal einer. Heftigst, Alter, heftigst. Ich habe keine Ahnung, wo meine Kugeln landen, aber nicht auf ihm. Keine Ahnung. Irgendwas ist falsch mit dem. Aber irgendwas machen wir, dass er stirbt. Das sind keine deutschen Qualitätsgewehre, kann das sein? Er betet, komm, komm, komm. Ja, der ist down. Ja. Uff, okay. Smooth. Was haben wir denn hier drin? Ich kann hier drüben in Blut duschen. Bist auch ein bisschen duschen? Vielleicht ein bisschen Gold, wo du bist. Kann das vielleicht sein? Ein bisschen Gold hier oben. Oh. Whatever. Dann halt nicht. Ich glaube, der lebt noch. Ja, der lebt noch. Unfreundlich. Oh, was ist hier drin? Anti-Schwerkraftraum. Die Nazi hatten sowas. Das ist das Mondprojekt. Hier drüben ist wieder Spielzeug. Mondschuhe, Alter. Da brauchst du. Oh shit, da brauchst du halt echt Mondschuhe, um hier durchzugehen. Hier drüben ist besessenes Spielzeug. Willst du anfassen? Auf jeden Fall, Mann. Das besessene Spielzeug. Was hat er eben gerade gesagt? Mushtaku? Was ist Mushtaku? Mushtaku? Mushtaku hat er eben gerade gerufen. Oder ich möchte Taco. Weiß nicht. Das verstehe ich wiederum. Möchte Taco. Möchtest du Taco? Oh, ich hätte jetzt voll gern Taco. Übel, Mann, so ein Taco. Jetzt, wo ich an Taco irgendwie so erinnert werde, habe ich auf einmal voll den Taco-Hunger. Taco ist so ein Ding. Es geht immer, ne? Es geht immer, das kannst du einfach machen. Also du hörst davon, denkst dir, Alter, es wäre schon geil, einen Taco im Mund zu haben. Es wäre schon geil, so einen Taco im Mund zu haben. Übel, Mann. Pink Taco, völlig egal, irgendwelche Tacos. Der Mann braucht einen Taco. Gib dem Mann einen Taco. Schnauze, gib dem Mann einen Taco. Oh fuck, da ist wieder der Brandl oder was? Nazi-Nebel, Mann. Oh, Nazi Fork of Doom? Der Nazi Fork of Doom. Alter, du musst ein bisschen Money. Oh, Mädchen. What? Das ist nicht dein Ernst. Wo ist denn der Fork? Alter! Da hinten ist so ein Beschwörer. Sieht man noch nicht wirklich, oder? Ist der schon drinnen innerhalb vom Nebel? Ja, oder? Man sieht ihn schon irgendwie. Aber man kann ihn nicht treffen. Man sieht ihn irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ja, ist jetzt ein bisschen auf gut Glück schießen hier drinnen. Oh, fuck! Heilige Scheiße. Ja, die kommen ja von überall. Achtung, hinter dir, Vorsicht. No! Doppelspatenschlag. Ich hatte keine Chance, ich bin down. Ist der Nathan? Ich bin komplett down, ich kann gerade gar nichts Hölle machen. Wo zur Hölle ist denn die Nathan? Ich habe keine Ahnung, wurde gegessen. Nicht dein Ernst, Alter. Oh, komm schon, nee, ernsthaft? Nee, wir müssen oben bleiben, das ist zu mies. Ist zu mies. Zu heftig, Alter. Hat's gerade echt meine Nate gefressen? Ich hab echt keine Explosion gesehen oder gehört. Sakamata Relikt. Ich würde ja zuhören, wenn du nicht so unglaublich langweilig wärst. Komischer Sprecher. Hast du Munition und so für die Sniper genommen? Ja, ne? Yep. Alles gut. Oh nein! Für Fucker. Yep. Oh, nicht. Euer scheiß Drecks Ernst. Ich setze mich auf jeden Fall direkt hier hin jetzt erstmal. Nicht euer Ernst. Wir sind wirklich wieder hier. Ja, wir sind wieder hier. Wobei, ich glaube, die Stelle, wenn wir da wirklich, wenn wir mal am MG bleiben, dann geht es eigentlich. Wenn wir das MG nicht als Punkt verlieren. Das Ding überhitzt auch irgendwie. Habe ich ein Quake-Zeichen neben meinem Namen? Achso, weil ich am MG stehe wahrscheinlich. Achtung, Japaner. Japan. Kurz ausschalten können. Jetzt wird die vom Arsch holen. Von der Seite. Oh, komm schon, Alter, ernsthaft. Japaner spawnen auch an der Seite. Das ist halt der Scheiß hier. Der will ich den down. Ja. Achtung, Japaner. Ja, lauf. Oh, und kriegen sie mich hier nicht. Alter, ich bleede. Mein Rektum ist gebrochen. Oh, fuck. Durchbruch. Beide Wände durchgebrochen. Ja, ich geh mal wieder hier ran. Oh, eine Animation bei einem Japaner. Nice. Jetzt soll ich nicht sehen, wie er sich genüsslich auflöst. Ist nicht dein Ernst.
Ist nicht dein Ernst? Wie sinnfrei ist diese Waffe eigentlich, an der ich hänge? Hey, hey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, das Geschützturm macht irgendwie... Dass wenn du den Gegner damit erschlagen würdest, wäre recht wenig Sinn, habe ich das Gefühl. Bist noch am Leben? Weil hier drüben bei dir sind irgendwie harte Explosionen. Was? Nein, ich bin hinter dir. Was? Achtung, jetzt könnte es funktionieren.